Rot-Weiß allen vor Augen, das nächste Heimspiel am Aachener Tivoli. Und natürlich gab es interessante Informationen bezüglich, wie stellen wir uns in der dritten Liga auf. Und unser Aufsichtsratschef Marcel Morberts hat gesprochen von einer emotionalen Würdigung, die man machen möchte. Wer das sein könnte, das erfahrt ihr nach dem Intro, genauso wie alles andere ebenfalls. An dieser Stelle wieder vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung meines Videos. Tag zusammen und hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Es läuft weiterhin wie geschnitten Brot. Unsere Alemannia ist weiterhin auf Kurs Richtung dritte Liga. Und jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, wer soll uns da noch stoppen? Es sind noch 6 Spiele zu absolvieren und bei 11 Punkten Vorsprung, da können wir uns noch selber ein Bein stellen. Aber das glaubt ja, glaube ich, niemand. Dennoch, ein Abstiegskandidat, ein schweres Spiel am Samstag und da müssen wir natürlich wieder alles in die Waagschale werfen. Ich werde leider zum ersten Mal überhaupt die Saison nicht dabei sein. Meine Tochter hat Kommunion und das fällt ausgerechnet auf einen Samstag. Da habe ich keine Chance ins Stadion zu kommen. Das heißt, mein halbes Auge wird dann auf den Ticker landen. Ich hoffe dann, dass die Alemannia auch ohne mich gegen Aalen gewinnen wird. Deshalb eine Bitte an euch, wer sich berufen fühlt, mir was Gutes tun möchte, dann, wenn ihr Bilder macht, also Videos macht aus dem Stadion, dann bitte ich darum, dass ihr die im Querformat macht und mindestens mit 1080p und mindestens 10 Sekunden lang. Ihr schickt mir immer so viele Videos und Bilder zu, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber manche Videoclips sind halt eben 5 oder 6 Sekunden, was viel zu kurz ist. Und dann haben die auch noch eine bescheidene Qualität, dass die dann auf großflächigen Fernsehbildschirmen, wo ja mein Video teilweise auch geguckt wird, das natürlich dann gruselig aussieht. Deshalb meine Bitte, wenn ihr mir Videos zuschickt, bitte mindestens 1080p, also Full HD und natürlich im Querformat. Wenn ihr mir die zuschicken wollt, sehr, sehr gerne. Meine Adresse kennt ihr ja mittlerweile, die steht auch weiterhin hier unten in der Videobeschreibung. Aus dem Wegbergspiel, unserem 2:1 Auswärtssieg, da gab es ja einige Blessuren. Sascha Stujic musste ausgewechselt werden wegen seinem Zeh. Bastian Müller musste ausgewechselt werden, hatte wohl einen Krampf und wurde noch getäbt am Spielfeldrand. Kilian Paljuca muss man aufpassen, was er vielleicht für Folgen mitgeschleppt hat, aber gehört und gelesen hat man nichts. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass am Samstag wieder die nahezu volle Kapelle am Start sein wird. Gestern konnte man ja im Alemannia-Fanshop die Karten ordern, also im Online-Fanshop konnte man die Karten ordern für den 1. FC Bocholt und der Run war natürlich gigantisch. Bevor es um 17 Uhr losging, war man schon in der Warteschlange und man musste teilweise, habe ich gelesen, bis zu 50 Minuten warten, ehe man dann die Tickets ordern konnte. Ich hatte mehr Glück, ich war nach gut 10 Minuten war ich durch und konnte dann auch noch Tickets ordern, aber bei manchen hat es etwas länger gedauert. Auch für Rot-Weiß-Aalen sind die Tickets weggegangen, sodass wir auch am Samstag, denke ich mal, vor einer gut imposanten Kulisse aufspielen werden. In dem Zusammenhang könnt ihr bei mir wieder 2 Tickets gewinnen, diesmal für den Block S1, das heißt der Sitzplatz, direkt neben der Werner-Fuchs-Tribüne. Da habe ich jetzt 2 Karten geordert für Bocholt und die könnt ihr gewinnen. Und das heißt, ihr müsst einfach nur in diesem Video aufpassen, wo das entsprechende Ticket auftaucht. Das taucht irgendwann auf. Macht davon einen Screenshot und schickt es mir zu. Ich werde dann wieder mal auslosen, wer von euch dann die beiden Tickets bekommen wird. Wie gesagt, 2 Tickets. Wenn ihr daran Interesse habt und mitmachen wollt, sehr gerne. Adresse steht, wie eben erwähnt, unten in der Videobeschreibung oder auch nochmal hier eingeblendet. Und dann schickt ihr mir das bitte zu, wenn ihr es haben wollt. Ich werde dann rechtzeitig nächste Woche das auslosen und euch dann per E-Mail zukommen lassen. Was gab es sonst noch Neues? Unser Aufsichtsratschef Marcel Morberts hat ja sich wieder geäußert und getippt, dass man nächste Saison 20.000 Dauerkarten verkauft. Ich habe natürlich einen Screenshot davon gemacht, aber nein, diesmal wird es keine Wette geben und es wird auch kein Tattoo dabei herausspringen, sondern wir warten einfach mal ab. Viele mögen da wieder lächeln, was der Marcel sich da ausgedacht hat. Aber ihr wisst ganz genau, letzte Saison wurde er auch ausgelacht und am Ende wurde dann seine Prognose sogar übertroffen. 20.000 Dauerkarten, das wäre natürlich schon ein Hammer, wenn wir das erreichen würden. Wir Öscher sind ja so jeck, dass das mal gar nicht vielleicht so unmöglich sein wird.
Denn man sieht ja jetzt schon, jeder will seinen Platz am Tivoli haben und den besten Platz am Tivoli hat man dann sicher, wenn man eine Dauerkarte hat. Zudem diese ja auch dann viele Vorteile mit sich bringt. Ob das nächste Saison auch so sein wird, das wird sich dann zeigen. Ebenfalls hat unser Aufsichtsratschef am Anfang der Woche geschrieben, dass es in den nächsten Wochen eine emotionale Würdigung geben wird für jemanden, den man natürlich nicht vergessen hat. Da stellt man sich die Frage natürlich, wer könnte das denn sein? Und dann kommt man ganz schnell auf unseren allseits beliebten Trainer Mr. Alemannia Werner Fuchs. Denn beim Auswärtsspiel beim 1. FC Düren am 11. Mai jährt sich sein Todestag zum 25. Mal. Und ich denke, da wird was ganz Großes kommen, nicht nur aus der Fanszene, sondern auch aus Alemannia. Da bin ich nahezu sicher, dass das sich dann um Werner Fuchs handeln wird. Und paradoxerweise, wenn man sich das mal zusammenstrickt, die ganze Geschichte. 1999, am 11.05. standen wir kurz zum Aufstieg, kurz vor dem größten Erfolg in unserer jüngeren Vereinsgeschichte, dass wir aus dem Amateurbereich wieder zurück in den Profifußball gekehrt sind. Dieses Mal ist es genauso. Diesmal stehen wir auch für die Rückkehr in den Profifußball. Nach gut 10 Jahren. Diese Parallelen, die sind, irgendwo sind sie zu finden, auch wenn Heiner Backhaus natürlich nicht Werner Fuchs ist und an ihm auch nicht herankommen kann. Aber Heiner Backhaus hat schon eine ganze Menge dafür gesorgt, dass er ein ähnlicher Typ ist wie Werner Fuchs und uns sehr wahrscheinlich dann in die dritte Liga bringen wird. Huldigen tun wir alle, das ist klar, wenn es soweit ist. Aber natürlich Werner Fuchs zum 25. Todestag, das wird nochmal eine ganze Ecke emotionaler werden. Da wette ich jetzt schon meinen Kopf drauf. Neben den langen Schlangen am Fanshop, wo die Tickets ja weggehen wie warme Semmeln, ob es gegen Aalen ist, ob es gegen Bocholt ist, gab es ja gestern einen Zeitungsbericht der Aachener Zeitung. Das hat wieder für manche sehr viel Aufsehen gesorgt, die sich dann Gedanken gemacht haben, nanu, was ist denn da los? Ist doch nicht alles so tutti frutti bei uns im Verein? Ist es finanziell doch um den Verein anders bestellt, als wie dargestellt? Einige meinen ja, wir müssten im Geld schwimmen. Es müsste eigentlich laufen bei uns. Wir trinken hier Wein statt Wasser und baden in Honig statt im Wasser. So konnte man zumindest einige Kommentare verfolgen. Aber wenn man sich das mal dann ausklamüsert, dann ist das ja dann doch nicht so. Und dass die Kosten natürlich sehr hoch sind, das ist ja auch kein Wunder. Marcel Moberts hat sich dazu gestern noch erklärt und auch Sascha Eller hat es dann im Interview der Aachener Zeitung dann auch nochmal aufgedröselt, was es damit überhaupt auf sich hat. Ich werde mal ein paar Stichpunkte daraus nehmen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil alles kann man sich ja gar nicht im Kopf merken. Ich habe auch gestern mit einigen von euch natürlich darüber auch debattiert, die irgendwie auf einmal den Angstfluch im Nacken gesessen haben, warum auch immer auf einmal panisch werden, was könnte mit Alemannia passieren und ist man doch am Rande der Insolvenz, ist man doch all in gegangen. Nein, das ist man sicherlich nicht. Und wenn man Alemannia-Mitglied ist, bei der Jahreshauptversammlung gewesen ist, die ja vor ein paar Wochen gewesen ist, da hat ja unser Geschäftsführer Sascha Eller schon einige Zahlen präsentiert und auch erklärt, warum dieses und jenes einfach so ist. Und dann kann man an die ganzen Bedenkenträger natürlich nur appellieren, hey Leute, entweder werdet ihr Mitglied und dann könnt ihr euch die Zahlen und Daten und Fakten dann auch anhören, was da unsere Geschäftsführer gibt und warum das dann so ist. Oder halt eben, man hört das, was unser Aufsichtsratschef Marcel Moberts dann so mitteilt. Alles ist ja vielleicht in manchen Augen schlecht, aber die Transparenz, die ist ja so hoch bei Alemannia, wie es ja noch nie gewesen ist. Deshalb sollte man sich das von Marcel Moberts mal durchlesen, was er gestern geschrieben hat. Und dann wird auch einiges klarer. Wie gesagt, ich habe einige Stichpunkte mal aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal der Reihe nach runterrattern werde. Und dann ist vielleicht für den einen oder anderen das klar. Andernfalls natürlich müsst ihr den Marcel Moberts oder Sascha Eller auch mal selber befragen. Gelegenheiten gibt es genug. Es gibt die Fantreffs, es gibt das Training der Alemannia, wo Sascha Eller und Marcel Moberts auch schon mal öfters dabei sind. Oder halt eben, dass man sie am Spieltag selber anspricht. Denn beide sind eigentlich ja immer präsent irgendwo unterwegs im Stadion. Was natürlich klar ist, im Aufstiegsfall werden sich die Ticketpreise erhöhen. Das ist normal. Dritte Liga gelten andere Preise. Da muss und will natürlich auch die Alemannia davon profitieren. Aber auch wir Fans profitieren davon, denn es wird wieder für alle Tickets dann die kostenfreie Fahrt zum Tivoli sein und dann nach Hause. Bisher galt das ja nur für die Dauerkarten. Das wird dann wieder für alle Tickets gelten. Alemannia rechnet mit 14.000 bis 17.000 Zuschauern im Durchschnitt, die dann den Tivoli besuchen werden. Das ist sicherlich für die erste Saison eine realistische Zahl. Man versucht ja, sich im Mittelfeld einzusortieren. Der Klassenerhalt steht natürlich ganz oben auf dem Programm, aber man will natürlich dann irgendwo im Mittelfeld landen. Wenn auch vielleicht im unteren, weil im oberen, da wird der Etat wahrscheinlich nicht für ausreichend sein. Der irgendwo so bei 4,5 Millionen liegen wird, wenn man dann im oberen Drittel mitspielen will. Das wird Alemannia wahrscheinlich nicht tun.
Der Etat wird so bei 3,5 bis vielleicht maximal 4 rumliegen. Das hängt natürlich davon ab, was unser Hauptsponsor zahlen wird. Das ist jetzt Gebrüder Kutsch. Da ist die Frage, bleiben Sie an Bord, zahlen Sie mehr oder gibt es einen neuen Hauptsponsor, der deutlich mehr zahlt? Die Range geht ja bis 1,4 Millionen, was so Top-Vereine in der dritten Liga von Hauptsponsoren dann bekommen. Das werden wir sicherlich wahrscheinlich nicht bekommen, aber müssen wir mal abwarten, was ein Hauptsponsor dann überhaupt zahlen will und kann. Natürlich zum anfallenden Kosten gehört auch, dass im Aufstiegsfall natürlich deutlich höhere Grundgelder gezahlt werden müssen an die Spieler. Das war natürlich ja, vertraglich so geregelt gewesen, dass sie in der Regionalliga weniger verdienen, aber dann im Aufstiegsfall natürlich dann deutlich mehr verdienen. Der Anreiz war ja auch gewesen, dass sehr hohe Prämien bezahlt werden. Aber wenn man unter den Top 3 oder Top 5 in der Regionalliga ist und bei Platz 1 fallen natürlich deutlich höhere Prämien an. Das ist das Modell gewesen, was Alemannia sich ausgedacht hat und alles drunter hätte keine Prämien verursacht. Und wenn man sieht, wir sind ja nun seit der Winterpause auf Tabellenplatz 1 und davor waren wir auch schon auf Platz 2 und 3. Das heißt, da fallen natürlich jede Menge Prämien an und das in dem Fall dann auch zu Recht, denn die Maßgabe war ja gewesen, wenn wir schon das Aufstiegsziel ausrufen, dann sollen auch die Spieler davon natürlich profitieren. Natürlich wird sich auch die Stadionmiete erhöhen. Das ist ja für manche auch irgendwie kurios, dass Alemannia auf einmal mehr Stadionmiete bezahlen muss. Aber bedenkt mal Leute, das Stadion kostet der Stadt Aachen 1,2, 1,3 Millionen an Unterhalt und wir zahlen so um die 35.000 Euro Miete momentan. Das heißt auch, das ist gestaffelt natürlich, wenn wir aufsteigen, dass wir dann mehr bezahlen werden. Und natürlich, wenn wir noch weiter aufsteigen in der zweiten Liga, werden wir noch mehr bezahlen müssen an Miete. Und wenn wir irgendwann in der ersten Liga sind, werden wir deutlichst mehr zahlen müssen. Eine Idee, und die ist ja auch nicht neu, ist ja immer noch mit unserem Kömmel, der Kömmel-Vertrag, der ja dann auch mit Aufstieg ab dritte Liga beginnt. Das heißt, dann läuft die Zeit und wenn wir irgendwann innerhalb von einer bestimmten Frist in der zweiten Liga irgendwann aufgestiegen sind, dann müssen wir 10 Jahre lang 15% der TV-Einnahmen bezahlen. Aber erst dann, wenn wir in der zweiten Liga sind. Natürlich muss Alemannia auch bei einer dritten Liga das Personal deutlich erhöhen, gerade im Medienbereich und auch im Marketing. Das wissen wir alle, da ist die Alemannia ja schon seit Jahren unterbesetzt. Das, was die Leute jetzt schon schaffen, ist ja schon fast unmenschlich, was sie da tun Tag und Nacht. Und das ist klar, dass da aufgestockt werden muss für die dritte Liga, weil natürlich das Mediengeschehen da nochmal deutlich höher sein wird in der dritten Liga. Ebenfalls soll es einen neuen Co-Trainer geben, der dann die Verbindung zur Jugendmannschaft hat. Auch das ist eigentlich logisch in der dritten Liga, denn unsere U19, die Verbindung zur ersten Mannschaft, das muss natürlich dann auch im Fokus stehen. Wir haben es heute gelesen in der Zeitung, der U19-Trainer ist ja entlassen worden, weil halt eben die U19 nicht das spielt wie die erste Mannschaft, das heißt taktisch und spielerisch. Und das muss natürlich angeglichen sein und da soll dann natürlich ein neuer Co-Trainer die Verbindung hinzuschaffen, dass natürlich von unten nach oben überall dasselbe System gespielt wird, damit die Jugendspieler natürlich auch leichter haben, dann in die erste Mannschaft reinzurutschen. Der Vertrag mit unserem Athletiktrainer Thomas Klimek läuft aus, auch der soll verlängert werden und wenn wir das mal sehen, dann kann man nur hoffen, dass er auch wirklich verlängert, denn das, was der Thomas aus der Mannschaft rausgeholt hat, das ist ja auch phänomenal. Das ist natürlich auch ein ganz großer Verdienst von ihm, dass die Mannschaft, wenn man bedenkt, wo sie hergekommen ist am Anfang der Saison, von der Luft her, dass er sie da deutlich weitergebracht hat und dass wir jetzt auch in der Lage sind, am Ende nochmal zuzulegen. Deshalb hoffe ich auch, dass er weiterhin an Bord bleiben wird. Natürlich gibt es auch die Anpassung, wie gesagt, an Tickets und ans Catering. Das hat Sascha in der Aachener Zeitung auch gesagt. Der Caterer hat natürlich auch Lohnerhöhungen machen müssen für seine Mitarbeiter und Alemannia hat das ebenfalls angepasst und zubeschusst, damit die Preise für Bier und Wurst etwa gleich bleiben. Aber auch das wird wahrscheinlich in der dritten Liga etwas erhöht werden. Das ist auch normal. Wir haben jetzt schon, denke ich mal, hohe Preise, so 5 Euro pro Becher Bier. Das ist ja schon die Regel in der dritten Liga und das war es auch schon bei uns. Und da müssen wir mal schauen, wo dann die Reise dahin geht, wie teuer das dann werden wird. Das schmeckt natürlich nicht jedem, aber wie immer ist das Angebot und Nachfrage. Man hat ja das Gefühl, manche Leute kommen nur zum Essen und Trinken ins Stadion. Das muss aber jeder für sich selber wissen, wie er sich das mit sich ausmacht. Schauen wir mal, was sich dann da tut und ob das Catering und das mit dem Getränke ausgeben dann in der dritten Liga, wenn dann regelmäßig 15.000 bis 20.000 Zuschauer kommen oder sogar mehr, dass das dann vielleicht auch beschleunigt wird. Ja, zum guten Schluss noch, kursieren ja viele Namen in der Zeitung und zwei Namen waren natürlich gewesen, Tobi Mohr und auch Robert Leipertz sollen ja wieder möglicherweise zurückkehren zu Alemannia, das wäre natürlich sehr gut.
Aber ist die Frage, kommt ein Tobi Mohr natürlich von der Bundesliga aus zurück in die dritte Liga und wird dann seine Karriere hier vielleicht beenden wollen? Will er das? Und auch Robert Leipertz, will er das, dass er wieder zu Alemannia zurückkehrt? Zwei Jungs aus der Region, zwei Jungs aus unserer Jugend. Und das wäre natürlich sehr schön und würde natürlich auch den Anforderungsprofil passen, wenn diese beiden wieder nach hier kommen würden. Lassen wir uns überraschen. Es wird sehr, sehr spannend, was da alles auf uns zukommen wird, wenn wir in der dritten Liga aufgestiegen sind, was dann an Spielern kommt, was uns erwarten wird und das Ganze drumherum. Aber Leute, schiebt nicht so viel Panik, vertraut den Leuten. Ich denke, Sascha Eller, Marcel Moberts und Co. haben bewiesen, dass wir ihnen vertrauen können. Und sie haben uns schließlich auch dahin gebracht, wo wir jetzt momentan sind. Der letzte finale Schritt ist noch nicht getan, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Und gegen Aalen wird es natürlich noch keinen Aufstieg geben. Den könnte es, wenn alles gut läuft, in Paderborn geben. Aber ich hoffe persönlich darauf, dass das erst dann der Fall sein wird, wenn wir gegen den 1. FC Bocholt spielen werden. Dass wir dann den letzten Schritt machen und dann vor über 30.000 zu Hause den Aufstieg gemeinsam feiern werden. Das ist mein persönlicher Wunsch, aber wie gesagt, es ist nur mein Wunsch. Andere sagen ja, wie der liebe Erik ja letztes Mal bei Weg Berg Weg gesagt hat, so schnell wie möglich aufsteigen und dann ist die Sache auch gegessen. So, was tippt ihr am Samstag? Mein Tipp, ich sag mal ein lockeres 4:1 gegen Rot-Weiß Aalen. Wenn der Tabellenführer gegen den Abstiegskandidaten spielt, dann muss der Tivoli wackeln und dann müssen wir auch zeigen, wer der Herr im Haus ist. Schreibt es unten in den Kommentaren mal rein, was ist euer Tipp? Dann werden wir dann da am Sonntag drüber philosophieren, wie es denn ausgegangen ist. Und ja, ich bin nicht dabei. Ich werde das Ganze dann, wie gesagt, im Ticker verfolgen und werde das dann bei Sport Total mir im Nachhinein anschauen, damit ich weiß, worüber wir dann sprechen werden am Sonntag. Ich hoffe, auch ohne mich wird die Alemannia gewinnen. Sie muss ohne mich gewinnen, das ist klar. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, wenn ihr zwei Tickets für S1 gewinnen wollt, dann achtet darauf, wo in diesem Video jetzt dieses Ticket dann an irgendeiner Stelle aufgetaucht ist. Macht einen Screenshot, schickt es mir zu, schon seid ihr im Lostopf und dann werde ich nächste Woche auslosen und ich denke mal, das Ganze wird dann auch am Sonntagabend oder spätestens Montag erfolgen. Und dann schicke ich euch die Tickets zu. In diesem Sinne, Adida Totzins, macht es gut, ciao. Euer Kartoffelkäfer Dirk.